Leute, willkommen zu Gaming. Heute spielen wir Bit Dungeon auf der Wii U. Tag Leute, willkommen zu Gaming. Heute mit Dima dem ersten Mal dabei und mit mir dem zweiten Mal dabei. Das komplett gelogen ist, aber hey, wir spielen heute nämlich Bit Dungeon auf der Wii U. Und es ist Aufnahme Nummer 2. Ja. Die erste ist nämlich gecrashed. Also, das Spiel ist gecrashed. Das sollte man mal hinkriegen. Wusstet ihr, dass eine Wii U crashen kann? Ich wusste es nicht bis heute. Ja. Welcome to Console Master Race. Ja. Und Bit Dungeon ist ein wunderschönes Port, mehr oder weniger, von dem PC-Titel, der ein Zelda-esque ist mit, du läufst von Landmasse zu Landmasse mit wechselnden Bildschirmen, tötest Monster, sammelst Gegenstände. Und das haben sie hier jetzt ein bisschen geändert, indem du durch wirklich einen Dungeon auch läufst. Das heißt, man sucht nicht nach Dungeon, geht da rein und macht die. Wir sind hier dauernd in einem Dungeon und es ähnelt sehr stark an Binding of Isaac. Genau. Und das Schöne an dieser Version aber ist, wir können es zu zweit spielen und das werden wir jetzt machen. Deswegen würde ich sagen, ja, machen wir doch einfach weiter. Ja. Da haben wir nämlich schon ein bisschen reingeguckt und machen jetzt an dem Spielstand weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wo wir das letzte Mal gecrashed sind. Ich frage mich, wo er gespeichert hat. Das ist echt interessant. Genau, eben gerade beim Titelbild. Ich habe schon bei der ersten Aufnahme darüber gemeckert. Das ist so ein typisches Beispiel von Fake Pixel Art. Diese kleine Illustration unten rechts in der Ecke, die ihr wahrscheinlich nicht seht, weil unser Bild das überdeckt. Das wissen wir nicht. Das wissen wir echt nicht, ne. Aber Pixelgrößen, unterschiedliche Pixelgrößen, das geht schon mal gar nicht bei Pixel Art. Das ist halt so. Dadurch geht der ganze Effekt verloren, wenn die Pixel unterschiedlich groß sind oder vielleicht sogar rotieren oder so. Ich bin der Typ mit dem blauen Cape, du bist auch der Typ mit dem blauen Cape. Moment. Surprise, Motherfucker! Du hast einen roten Schatten, ich habe einen schwarzen Schatten. Irgendwie so. So, okay. Das ist eine bessere Rüstung. Und das ist ein geiler Schlüssel. Rechts oder oben? Mal oben. Okay. Let's fetz. Oben rechts seht ihr die Karte, das ist echt wie so Zelda-mäßig, so total. Als würde man eine Zelda-Karte eingesammelt haben. Und ja. Die Räume sind auch so schön als Blöcke dargestellt. Also ich bin mal gespannt, ich habe das ja selber noch nicht so weit gespielt. Und jedes Mal, wenn man einen Raum hinterlässt, dann nagen solche komischen Hunde an den Leichen, die man hinterlassen hat. Ich halte ja irgendwie für Ratten, für sehr hässliche Ratten. Ja, Nacktmulle, ey, irgendwas. Nacktmulle? Ja, so ein bisschen schon. Ich muss mal diesen Area of Effect Spruch einsetzen. Ich gehe da mal oben hoch und zack. Hat's was gebracht? Nein. Ah, okay, das betäubt sie. Zieh erstmal rein. Die sind dann betäubt und spammen dann nicht mehr. Alright. Aber das ist es echt nicht wert, muss ich sagen. Nee. Also aber so, vielleicht wird er noch geiler. Ja, vielleicht. Dieser Zauber, er verfolgt mich. Ey. Kill him. Wenn ich den Host kille, stirbt dann auch der Zauber? Naja. Naja. Wir werden es nie Alter. Erfahren. Oh. Was hab ich da? Das ist natürlich fancy. Okay. Nee, Commander Blaulocke. Alter, wir haben hier gleich drei Möglichkeiten. Ich sag rechts. Ja, okay. Rechtsrum ist immer schneller. Ich meine, es ist ja ganz putzig, dass es dass Fußspuren auf dem Boden und so, das ist schon ganz nett und so. Ja, ich finde ja die Mucke ganz geil. Genau, die Musik ist das Beste. So ja. Style-mäßig an dem Spiel. Das muss man ja sagen. Jetzt ist sie gerade in dem Moment richtig aber leise. Aber kann es sein, dass das hier der Bossraum ist? Deswegen ist es so leise? Nein, ich... Rote Tür. Ah ja, okay. Hab ich da jetzt was eingesammelt? Du kannst das aber auch einsammeln. Das ist auch so eine Maske. Okay, cool, nehme ich. Das war nicht so gut wie meine. Ja. Aber... Passt schon. Besser wie nix, ne? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht aber müssen auch beide in der Nähe manchmal sein. Funktioniert das, manchmal nicht irgendwie. Wo sind wir? Gelber Kasten. Wir müssen also nach da, wir müssen in den Bossraum. Also, dahin sollten wir heute schon noch kommen. Ja, das kriegen wir wohl hin. Sagst du? Wenn die Wii U nicht wieder abstürzt. Was? Hast du Arschloch gesagt? Console Master Race. Aber es kann dir halt überall passieren, ne? Was hat er denn sich da jetzt vercheckt? Ein Helm, achso. Ja. Soll er machen. Hat er sich verdient. Ja, nehme ich nicht. Okidoki. Als ich das allein gespielt habe, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, war so richtig Hardcore-Mucke hier. Ja. Jetzt ist so ein bisschen Kindergarten. Aber das ist vollkommen okay. Ich
wünschte irgendwie so ein bisschen mehr Abwechslung in den Angriffen. Ich weiß nicht, ob man die noch bekommt oder nicht. Oder was? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, in der PC-Version, ich werde mich sehr häufig auf die beziehen, ist es halt so, dass du sagen kannst, je nach Waffe hast du andere... Weil es ist wirklich wie Dark Souls. Okay. Jede Waffe macht auch so ein bisschen... Dann wird's eigentlich irgendwas freigeschaltet. Aber wie geht's ja auch nicht weiter. Ah, nee, wir können da runter. Und dann wieder links. Ja, ich glaube, wir müssen beide nahe der Tür stehen. Ja, wahrscheinlich. Und das Bedürfnis haben, dass ich okay, zu gehen. Okay, so kann nicht einer bestimmen, wo es lang geht, sondern es müssen beide einverstanden sein. Finde ich voll okay. Ja. Okay, dann müssen wir hier links gehen. Ja. Alright. Wow. Alter, ich gehe erstmal weg. Okay, alles. Okay, das hat doch was gebracht bei dem. Da, ja. Ja. Lass Türen. Die aber mal killen, vielleicht haben die... Alter, ja. Fuck. Türen sind echt die Nemesis von... Okay, versuchen wir es. Let's try it. Okay. Es gibt hier keinen Dodge-Angriff oder sowas? Nee, gar nichts. Nee, leider gar nicht. Für den Endboss muss das Ding laden? Wirklich? Was ist das für ein heftiger Endboss? Vor allem, wie lange das geladen hat, bis es das Ding... Aber vielleicht randomisiert er, das sind jetzt 100... Algorithmen im Hintergrund. Aber hey, Boss. Man kann während des... Oh. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Nicht mal das kann man. Geh einen Schritt nach vorne, damit ich euch sehen kann. Nein. Okay, müssen wir? Nein. Ich glaube, wir müssen weiter. Boss. Gut. Boss. Der berühmt-berüchtigte Boss. Alter. Okay, das geht nicht. Verstehe ich nicht. Oder was? Kann ich das nochmal probieren? Okay, ja. Jedes Mal, wenn ich das mache, dann blockt er einfach. Ah, fuck. Okay. Okay, einfach spammen, bis er down ist. Fuck, und ich bin und zu... down. Oh, shit, okay. Und beide down. Ich glaube, ich muss schlagen. Oh, no! Ah, okay, ich muss okay, schlagen. Okay. Oh. Bewegen, dann macht er. Oh, okay, der zieht ja ordentlich ab. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Oh. Fuck. Oh. Du bist benommen. Wow, schnell. Autsch. Okay. Das ist ja abgefuckt. So richtig abgefuckt. Ich bin so... Oh, come on! Aber komm, hau ihn um! So, weg ist Help. Der Kopf. Help. Okay. Du hast die Truhe der Unsterblichkeit verdient. Was habe ich nochmal bekommen? Ich habe nicht keine richtig Ahnung. Ich habe jetzt einen Hammer. Okay. Klonk! Okay, erster Boss geschafft. Also es ist so anticlimactic irgendwie. Du hast es geschafft. Vor allem jetzt geht die Musik wieder hoch. Warum? Müsste hier nicht die Princess sein? Rune extra? Und dann? Kitzelblitzel? Ich habe keine Ahnung. Und genau, rotierende Pixel gehen schon mal gar nicht. Schiefe Pixel, no go, Alter. Das ist halt so, keine echte Pixel. Mittlerweile haben wir einen Grammatik-Nazi bei uns und einen Pixel-Nazi. Ja, ehrlich, Mann. Pixel. Mir ist das doch alles egal. Das geht nicht. Das ist Fake, Mann. Das kann man nicht machen. Nein, geht nicht. Also, das geht doch. Das sind die 2000er. Das ist halt so Billo-Indie-Game-Style. So richtig so Pixel, weil es gerade in ist. Aber überhaupt nicht verstehen, worauf es dabei ankommt. Ha! Aber wenn man mal blockt. Oh. Dann fühlt man sich ein bisschen geil. Das stimmt, das ist so aber wie bei Dark Souls. Das passiert aber auch so alle. Ich weiß gar nicht mehr, wer dran ist. Offensichtlich du. Links oder oben? Mir egal. Okay, ab nach da. Alright. Oh, sogar die Zombies haben Fernangriffe? Was ist das schon? Scheinbar. Welche Zombies haben denn bitte Fernangriffe? Was ist das für ein Bull? Die Wizards kann ich ja noch verstehen, die Magier oder so, aber die Zombies... Jetzt darfst du. Ja, schreit nach mehr Leben. Leben. Mein Leben. Ich brauche Leben. Oh, das ist gut. Nehm ich. Hey. Kennst du eigentlich Road Not Taken? Road Not... Ja, kenne ich. So ein Roguelike, ein Puzzle-Roguelike. Ja, wo man nur bestimmte Schritte gehen kann. Genau, das ist... Gab's für PS Plus, fand ich scheiße. Wirklich? Ich fand den Stil ganz nice. Fand ich scheiße. Komplett? So von vorn bis hinten? Ja. Ich fand das unglaublich niedlich, dieses Spiel. Allein schon, dass du in der Stadt jemanden heiraten kannst, das ist so ein Dating, nicht Dating-Sim, ich habe das 10 Minuten gespielt und dann weggelegt. Ah, dann hast du es nicht lange genug gespielt. Das ist das weiß gut. Ich nicht. Ich finde immer so Schrittbegrenzung kacke. Das ist mir zu viel Verantwortung. Ja, man kann es niemals komplett richtig machen in dem Spiel. Man verkackt natürlich immer auf einem... Na super.
Aber ne, man sucht halt das geringere Übel so mäßig oder halt, man versucht so, mit so wenig... Du weißt, wie man Sachen verkauft. Nee, wie soll ich sagen, das ist ja die Message von dem Spiel praktisch. Road Not Taken, das basiert ja irgendwie auf so einem Gedicht oder so. So, was wäre wenn so mäßig, wenn du diesen Weg nicht gegangen wärst, was wäre dann passiert so mäßig irgendwie. Darum geht es so ein bisschen im Spiel, so ganz im Hintergrund. Und du kannst halt nicht alle retten. So. Das ist halt so. Ich auch nicht. Apropos retten, ich bräuchte mal Leben. Mein Leben. Alter. Okay. Hast du die Kombo gesehen? Schon nice. Es ist alles so ein bisschen... Ich würde diese Kombo gerne öfter machen und auch Kontrolle darüber haben, wann ich sie mache. Das hast du halt nicht. Du kannst gerne dir das nehmen. Nein, will ich nicht. Okay. Oder? Will ich das? Es ist besser. Mehr Damage, ja, okay, mehr Damage nehme ich. Ich habe dafür dieses blaue Schwert jetzt nämlich genau was in der Kiste. Okay. Na, ich sag mal so, dann musst du halt kritisch leveln. Ja, das nächste ist auf jeden Fall kritisch dran. Scheiße. 120? Aber ich würde mir das hier gönnen. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Was? Alter, das bringt dir gar nichts. Ey, wie viele... Ich hab so das Gefühl. Okay, und ich kann nicht shoppen, während du shoppst. Okay, shoppen. Ja, wie jetzt? Okay, das sind aber nicht die Seelen, kann das sein? Irgendwie nicht. Doch. Doch, doch sind sie. Okay. Warte. Das braucht ja eine Weile, bis es sich vollgefüllt hat. Beziehungsweise ewig. Vielleicht habe ich das schon mit einem Trank vollbekommen. Und hätte da gar nicht drei kaufen müssen. Weiß ich nicht. Oh Mann. Ja. Ha! Schluck ich alles. That's what she said. Okay, du bist dran. Okay. Zweimal. Und noch einmal. Ich nehme mal noch Lebendigkeit. Mhm. Okay, dann sind wir hier wohl durch. Gut. Aber wir sammeln ja nie irgendwas ein, habe ich so das dumpfe Gefühl. Hä, wieso? Die ganze Zeit? Aber Schlüssel meine ich jetzt für den Bossraum. Den Boss-Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Vielleicht. Vielleicht kommen wir da trotzdem rein, ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber dann müssen wir erst alle Räume freischalten. Vielleicht? Vielleicht ist der Bossschlüssel jetzt direkt in dem Raum davor? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Oder wir müssen den wirklich noch finden. Aber die Welt sieht ja komplett aufgedeckt aus eigentlich. Ja, eben. Okay, wir müssen den Dungeon komplett aufdecken. Fragen wir einfach nicht. Ja, es ist sehr linear, wie es aussieht. Und wieder Ladebildschirm. Natürlich. Ladebildschirm oder Bierschirm? Ladebierschirm. Holsten. Biervorgang. Ich bin der König der Welt. Der Skelette. Knie jetzt vor mir nieder. Ach nö, du. Lass mal stecken. Ah, Kreuz. Nein. So. Ich gehe erstmal auf die Seite. Guck mal, der wird davon getroffen, okay? Alter, das ist auch so hässlich, wenn man... Alter, macht er einfach den Crit. Alter, und dann macht er auch noch... Ach komm. Wir verlieren keine HP übrigens, also hauen wir einfach drauf. Okay. Fuck it, Alter. Never HP losing. Ich glaube, das ist ein Feature. Nennen wir es Feature. Ich glaube, das ist unsere beste Chance, dieses Spiel durchzuschaffen, weil wir ab jetzt nie wieder HP verlieren. Geil. Und wenn wir jeweils eine... Okay. Jetzt bist du auch so mit so einem fancy Glow-Effekt? Ja, ich bin jetzt auch fancy. Genauso wie du. Ab jetzt haben wir das Spiel eigentlich durchgespielt. Ja, ich glaube auch, ne? Irgendwie Gameplay-mäßig kommt jetzt nichts mehr Neues. Einfach na, nur... hat's euch Spaß gemacht? Habt ihr schon vorher ausgeschaltet oder habt ihr bis hierher zugesehen? Habt ihr dann dürft ihr euch jetzt einen Kaffee machen und euch auf die Schulter klopfen. Ja. Alter, was geht mit dem Ladebalken? Piu, 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 piu. Wenigstens crasht er nicht. Das ist immerhin etwas. Verschrei es nicht. Ja, wow, shit. Ey, Alter. Das sieht wirklich aus wie Binding of Isaac hier gerade. Dungeon and Dragons. Hier, genau, Eye of the Beholder und so. Ja. Wir verlieren wirklich keine HP, oder? Nee. Oh, doch, ich habe gerade einen Pixel verloren. Ja, aber auch gleich wieder aufgefüllt. Ja. So ist es bei mir auch schon die ganze Zeit. Das ist ja krass. Okay. Wir sind einfach... Noch einmal? Ja, dann okay. Ja, ne? Du. Was ist hier drin? Oh, kriege ich wieder deinen Rest? Okay, man muss einfach nur dagegen laufen. Ich dachte, man muss das mit X, mit Schlagen bestätigen. Mit Protz. Y. Was ist denn Protzen? Crit und Protz? Prozent? Kann ich 0 Protz riskieren zugunsten von 60 Crit? Ich glaube ja.
Fuck this. Never Protz. Vielleicht ist es so, wenn du Show-Off machen willst, dann sind die Gegner einfach beeindruckt von dir. Ah, okay. Ja, nein. Wer Protz wär. Aber, das, ja. Dann greifen dich erstmal nicht an. Genau, also ich bin der mit dem Feuer-Effekt und du bist der mit dem imperialen Logo-Effekt. Ist das so? Ich glaube, das imperiale Logo sieht so ähnlich aus. Ja. Oder was Zahnrad, ist denn? Zahnrad Blume. Ist. Ach hier war ja nix, okay. Oder sind diese komischen Knospen da? Nein! Oh Mann. What the Alter. Fuck? Alter! Nur die Ruhe mit den jungen Pferden. Da ist doch was drin in diesen Knospen. Nein. Hier, Alter. Lanze. Lanze. Okay. Da ist ein Hammer. Ein Helm? Hä? Wieso ist Achso. das? Die Axt ist ein Helm? Nein, nein. Ich muss da gucken. Das ist ja, du musst auf jeden Fall auf den linken gucken. Auf den rechten. Ja, rechten. So, guck mal. Ach, man kann da immer hingehen. Das ist ja dumm. Wir können einfach immer zum Boss gehen. Das ist nur Leveln. Wir können nur grinden. Sicher, dass man einfach von vornherein zum Boss ein? Ja, scheinbar schon. Habe ich ja gerade gemacht. Was ist das noch für ein Mist? Was ist das für eins live? Nob, glob, glob, glob. Du hättest Synchronsprecher für dieses Spiel werden sollen. Nob, glob, glob, glob. Erstmal gucken, was in diesen komischen Dingern drin ist und seine komischen Patterns. Checken. Okay, er brennt schon mal, das ist schon mal... Ich habe ihn angezündet. Ach, du hast was? Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Alter, war. Mein... Aber guck mal, ich kann hier Eisgeschüssel machen. Okay. Er hat uns hart verfehlt. Mann, ey. Wieso kann er eigentlich nichts? Ich weiß auch nicht, wir hätten nicht auf easy stellen sollen. Nein. Was ist das? Ein Blattering Kritsch. Kritisch. Entschuldigung. Ja. Steht schon richtig. Gut gedeutscht haben sie, im Gegensatz zu ihrem Soulcheck. Excusez-moi. Oh, jetzt hast du ein echtes Blümchen um dich herum. Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Naja, das mit dem Gesicht müssen wir nochmal... Eine Papptüte würde helfen. Bei deinem so. Gesicht, glaube ich. Ja, so. Ich würde sagen, aber das soll es davon gewinnen. Ja. Ich glaube, so viel mehr kommt da nicht ja, mehr. Ja, das ist auch so. Wir sind mittlerweile OP und guck dir mal unsere heftigen... Skills an. Skills und wie nennt du, sich das? Du bist, hier? Du bist Sonne und ich bin rosa Blümchen. Armor Sets heißt das auf Warcraftisch. Wir haben die heftigsten Armor Sets. Zieh dir mal das rein, das ist einfach. Okay, naja, nicht alles. Aber. Du bist ganz schön blau. Und, aber guck mal, ich finde, deins hat so ein bisschen was von einer Ding-Uniform. So, Pfadfinder-Uniform. Ach so, ja, mit diesem Ding, da fehlt auch vorne die Schleife. Ja, ja. Ich dachte, ich habe jetzt mehr auf den Helm geguckt, weil der sieht so ein bisschen Terminator. Aber guck mal, ich habe immerhin Stiefel gefunden während unserer Reise. Ja, ich bin immer barfuß. In Pyjama-Pants. So. Na gut. Ja, okay. Wahrscheinlich so kurze Hosen. Ja. Nun gut, das war's von Bit Dungeon Plus auf der Wii U. Es war uns ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Und Dennis, was schon muss sein. Es muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Und danke schön. Und bis auf dann. Bis dahin.